Es tut so weh. Schluss zu machen. Die Credits der Folgen. Ja. Das bringt dann auch nicht viel mehr. Obwohl, ein Fazit könnte man noch sagen. Hänge ich das jetzt noch hinten ran? Mal sehen, wie ich das schneide. Ja. Abschied fällt schwer. Ich versuche es nur hinauszuzögern. Ja, Fazit zu der Sache. Was soll ich sagen? Eigentlich kann ich nur das sagen, was ich in Minecraft Story Mode Season 1 schon gesagt habe. Coole Sache. Finde ich toll, solche Point-and-Click-Adventures, wo man einfach den Film sozusagen miterlebt und selbst gestaltet, dass man da die Wege wählen kann, wie man es so will. Seine Entscheidung sozusagen trifft, den Film in die richtige Bahn wirft. Das Ganze in Minecraft. Ich mag das, also Minecraft Story Mode Season 2. Genauso wie Minecraft Story Mode Nummer 1. Kann nur eine positive Wertung geben. Grundsätzlich zufrieden. Was ich in Minecraft Story Mode Season 1 schon bemängelt habe. Ein kleiner Punkt, den man sagen muss, dass die Entscheidungen wirklich so ein bisschen unalternativ sind. Ja, ist halt nur Minecraft Story Mode. Aber ja. Insgesamt eine gute Sache. Auch Teil 2. Dem ersten Teil nichts zurückliegend. Ja. Spannende Sache. Tolles Spiel. Die Entscheidungen könnten wirklich ein bisschen krasser sein. Manchmal wünsche ich mir wirklich, ja, so die eine oder andere Entscheidung, wo man vielleicht sagt, ja, dass man es auch wirklich voll versauen kann. Versteht ihr, was ich meine? Da gab es bereits ein paar Spiele für andere Konsolen auch. Ich muss jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es geht. Also ich würde mir generell auch mal, also bei Pokémon bemängeln, dass ich es öfters mal, dass man auch mal, ja, sich den Bösen anschließen kann, dass man auch irgendwie mal das Ganze komplett verkacken kann, dass man mal eine Entscheidung trifft, die einen komplett in die falsche Richtung wirft. Ist hier schon so ein bisschen, aber ich meine, dass man mal irgendwie eine Entscheidung trifft, die die Welt zum Einstürzen bringt, dass man mal wirklich auch, ja, dass man mal wirklich richtig Scheiße bauen kann, dass man zwar richtig gut sein kann, aber auch mal richtig Scheiße sein kann, so wie das richtige Leben halt ist, dass man halt manchmal Entscheidungen trifft. Ja, wenn man gerade hier in so einer Abenteurer Situation ist, in so einer Position, dann ist das halt so, dass man halt mit seinen Entscheidungen durchaus das Weltgeschehen und die Geschichte beeinflussen kann. Und da, ja, kann man ruhig auch mal, also da muss man nicht zu alltäglich sein, da kann man auch mal, ja, realistisch sein. Ja, nicht alltäglich, aber realistisch. Klingt gut. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, Jesse ist ein Held, ist eine Führungspersönlichkeit, da kann man auch mal sagen, nee, wenn der Entscheidung trifft, hat es halt Folgen. Naja, da haben wir die Credits nochmal vollgelabert mit meiner Kritik, mit meiner Review. Jetzt aber wirklich, ja, ein Däumchen nach oben, habe ich schon gesagt, Abo da lassen, wenn ihr neu seid. Bis demnächst, haut da rinne, ich muss Schluss machen. Es fällt mir schwer, aber Schluss, aus, jetzt wirklich Ende. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zur Staffel 3. Ciao, ciao.